Hi, ich bin Antenne Vorarlberg-Reporter Martin Kruger. Bald steht uns wieder St. Patrick's Day ins Haus und da wird es auch im Ländli grün. Und etwas, was auch grün wird, das ist das Bier. Florian Matar, du bist ausgebildeter Brau- und Getränketechniker und du bist schon Biersommelier und du hast ein grünes Bier kreiert. Ja genau, wir haben ein grünes Bier kreiert, extra für den St. Patrick's Day. Wo gibt es das denn zum Trinken? Das gibt es bloß bei ein paar Kundschaften bei uns im Land. Die Bundbar zum Beispiel hat es, Casino Bregenz hat es und Paschanga. Also ihr macht bunte Getränke. Wenn mein Fußballverein jetzt blaue Farbe hat, könntet ihr mir dann auch ein blaues Bier machen? Rein theoretisch wäre alles möglich. Nur wir produzieren nur dieses Bier für den St. Patrick's Day und sonst machen wir keine Biere mit Farbstoff. Also ist ganz was Spezielles? Genau, das ist ganz was Spezielles und nur für den einen Tag produziert. Es schaut ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Mich erinnert es einfach an ein Waldmeistergetränk. Es ist wirklich Bier? Es ist wirklich Bier. Du kannst gern davon kosten, wenn du willst, und dich selber davon überzeugen. Probiere ich doch glatt einmal. Also es täuscht gewaltig. Die Farbe, die irritiert ein bisschen, aber es schmeckt wirklich wie leckeres Bier. Florian Matar, vielen herzlichen Dank. Jupp, am St. Patrick's Day wird einiges grün, auch das Bier, und das kann man an ausgewählten Orten genießen. Antenne Vorarlberg.